Ja, ich bin jetzt mal hier runter und habe erst Gemisch gemacht, dann für Pinne, ne, damit ich hier mal so ein bisschen Sauerstoff kriege, den ich jetzt gerade wieder vergessen habe zu setzen. Müssen wir den noch wieder hochstellen. Okay, das hat geklappt. Und wollte jetzt einfach mal ein bisschen tiefer noch gucken, ob ich da noch was finde, ne? Weil in der einen Ebene, das war ja jetzt gerade nicht so prickelnd. Sind wir irgendwie in der Etage tiefer? Aber oh, wieso liegt denn hier einer so einer? Kann ich den mitnehmen? Ja, komm, machen wir. Warum liegt hier so einer? Das ist die Frage, ne? Was ich viel lieber hätte, wäre irgendwo ein bisschen Dingens mal eigentlich. Sag schon. Hä? Was ist hier los? Hat einer gegraben? Ne, ist nur so komisch. Quarz ist klar. Hier ist Forschungskiste. Wenn ich jetzt mal irgendwo hier Dingens finden würde, ne? Sag schon, Lehm. Das wäre cool. Aber das mit dem Lehm ist ja auch ein bisschen schwierig zu erkennen, glaube ich, ne? Muss mal das C machen, ne, damit der platzt. Ist das ein Forschungsgegenstand? Okay. Ja, jetzt ist hier wieder kein Dingens, ne? Wie heißt es? Keine Ahnung, was das da braucht. Ach so, Strom, okay. Hier ist auch nichts. Ich habe fast die Vermutung, dass wir schauen können, dass wir hochkommen, weil hier bringt das alles nichts. Oh, wir müssen das schnellstens zur Linie zurück. Da ist er. Ich glaube, wir müssen an die Oberfläche zurück und dann schauen, dass wir definitiv mit der Rakete zurückfliegen, um das zu kriegen, was wir brauchen. Das funktioniert ja alle nicht. So, hier geht's wieder hoch dann. Da unten wäre noch Eisen gewesen, das bringt mir auch nichts. Ah, hier ist Gemisch, ja. Sollen wir nochmal weiter gucken? Ich glaube, nee, das bringt nichts. Lass uns hochgehen, das macht keinen Unterschied, glaube ich, was wir hier jetzt noch verbasteln. Zack, hoch an der Oberfläche. Und das war es eigentlich. Hier ist Ammonium, da könnten wir das Ding da. Ach, warte mal, da links ist auch so einer für Ammonium. Dann lass es doch mal gerade machen. Hier können wir einmal Pinne machen, sowieso. Und wir haben sogar noch einen Platz, okay. Dann lass uns gerade hier noch das Ammonium abbauen. Dann können wir den da sogar lösen, oder? Dann haben wir noch eine Forschungsprobe, die wir da nicht mitschlüren können. Da kannst du hier liegen lassen, ne? Macht ja auch keinen Sinn. Und dann mal hier noch. Haben wir das schon untersucht? Weiß ich nicht. Schutt, Schutt. Ist da drinnen noch was? Ne, das haben wir wohl auch schon untersucht, ne? Organische Ressourcen. Ja, da sind wir irgendwie durch das hohe Gebirge vielleicht auch schon durch. Das bringt ja auch nichts. Wenn der
posso farti vedere e possidam. Prostě pořád zvojnásobujou. Počúvam. So, wie kriegen wir das Heile immer noch nicht klar, ne? Ah, warte mal, Reparaturset? Ne, geht nicht, ne? Da, doch, ich war noch nicht richtig dran, da wahrscheinlich, oder? Das ist schlecht gewesen. Kann der Nächste das auch noch machen? Das war nur einmal da, oder was? Okay. Okay, das Reparaturset reicht wohl für alle drei. So, dann sind nur noch die Wölfe dran, ne? So, wir eingefangen haben wir uns da zwei Daumen und einen verletzten Ego. Jetzt müssen wir nur noch, die Wölfe finden. Sind die Wölfe hier oder was? Ja, wo sind sie, ja? Ich weiß nur nicht wo. Ich höre sie. Da kommen sie. Wölfe werden nie abhauen, glaube ich, oder? Dobré práce. Teď musíme najít jednoho z vesničanů. Měl se vrátit už před pár hodinami, ale nikdo ho nemůže najít. Vlkou jsme už zabili. Jen ty čtyřnohé. Rozkazy? Jetzt fehlt mir noch einer, ne? Ano, pane. Ich glaube, das Gebiet hat sich erweitert, kann das sein? Finde den verschwundenen Dorfbewohner. Ah, hier ist jetzt die Grenze weg. Na gut, jetzt müssen wir die ja noch angreifen. Jejich dílo už jsme viděli. Chtějí všechny zabít a vypálit vesnici. Neopravil jsem ten plodlem preto, aby zhorel. Dajte mi pár granátů alebo guľomet a já červeným ukážu. Vaše rozkazy, pane? Moudrá volba. Som tu. Hľadám kryt. Kaže to zde? Zde. Ich glaube, wir haben ja die beste Deckung, ne? Da unten noch mehr. Nee, warte mal, dann müssen wir hier lang gehen. Und ich weiß nicht, ob hier Faulwasser nachher drin ist. Die Plörre muss erstmal ablaufen, ne? Tut's natürlich nach da, ne?
So ein bisschen geht hier rein. Ah, ob das mein Trinkwasservorrat rettet? Also hier können wir erst aufmachen, wenn das weg ist. Aber das ist schon mal gut, dass wir das so groß haben. Dann machen wir die Prio höher, damit wir die Kastanien auch gemacht kriegen, ne? Damit die was zu essen haben in der Hinsicht. Oh, hier ist eine Teichrose gerade fertig geworden. Sehr schön. Ah, das sieht doch hier schon schäbig aus, oder? Ich hoffe, ich verseuche mir nicht hier die Dingens dann. Schätze mal, das ist so. Ja, weiß ich auch nicht, wie ich das jetzt hier mache. Hier geht's Wasser auf jeden Fall jetzt ganz flott lang. Das ist überall. Kommt es denn oben schon mal wieder raus? Das, ach, hier links ist es aber schon blau, oder? Ja, hier kommt schon wieder frisches Wasser her. Und das ist jetzt hier angekommen. Ich habe aber keine Ahnung, ob der das jetzt da rausholt oder nicht. Fördert und filtert Trinkwasser für Biber. Faulwasser kontaminiert verlangsamt die Pumpleistung. Maximal Tiefe 2. Es geht doch nichts über einen großen Schluck frisch gepumpten Wasser. Also das heißt, der pumpt und filtert es. Das heißt, ich brauche gar keine Angst haben, dass da Scheißwasser rauskommt. Nur dann ist die Leistung nicht so hoch. Na okay, dann kann man damit leben vielleicht. Aber das ist jetzt hier immer noch drin, ne? Schauen wir mal, die gehen alle an der Arbeit. Die Pflanze muss teilweise im Wasser getaucht sein. Ich hoffe, sie muss auch nicht in dem Dobenwasser. Geweckt geht nicht im Dobenwasser kaputt, aber ich schätze mal ja, ne? Das wird mein Problem sein. Hier ist erstmal alles gut. Hier ist schon mal sauber gespült, einigermaßen, ne? Hier ist noch Brachwasser. Hier liegt es auch noch. Aber ich glaube, das geht weg. Das kriegen wir hin. Wir werden das überleben. Holz haben wir genug. Jetzt nur die Frage, wie viel Bretter. Wo sind denn Bretter? Ist das Holz oder sind das Bretter? Bretter sind das. Also wir haben auch genug Bretter. Gut, das heißt, wir müssen uns eigentlich in etwas anderes konzentrieren dann, ne? Was fehlt denn hier bei der Einlagerungshütte? Rohholz. Okay, das wächst hier, ne? Kartoffeln wachsen und die sind jetzt hier auch gut. Sehr schön. Wie sieht es denn hier oben aus? Verletzung. Wieso ist da einer verletzt? Verletzung ist nicht gut. Wie kriege ich ein Krankenhaus? Wohlbefinden. Gibt es da ein Krankenhaus? Krankenbett. Freischalten mit 80. Ja, wollen wir machen, weil... Wo kann ich das jetzt bauen? Ah, da kann ich das bauen. Ich hätte jetzt gesagt, hier. Hier ist schick. Weil da sitzt er am Dingens. Und da würde ich jetzt nicht nur eins bauen wollen, sondern noch ein weiteres hier irgendwo. Mach das mal auch höher, priorisiert das eine. Was macht das hier? Warte auf Material. Rohholzbretter sind schon lange da. Unser Rohholz steht hier, ne? Oder hier. Warum holzt das keiner ab? Ist doch fertig, oder? Ja, ist 100%. Hier ist an der Fahne keiner, oder was? Ey, ah. Oh. So, Jumoke macht das mal. Da müssen wir eine Prio reinsetzen jetzt leider. Wo ist hier die Fahne zum Abbauen? Da ist eine Bank. Ich sehe die. Ist die hier neben? Ne. Ah, da ist sie, oder? Ne, Zahnschleifstein. Arbeit an Sammlerfahne, ne? Sammlerfahne. Bären und Kastanien.
Wo ist denn die Sammlerfahne hierfür? Armband des Seefolks. Ein Artefakt des Seefolks in Form eines Armbands. Es enthält eine mysteriöse Energie, die beim Atmen hilft. Erlaubt dir für eine bestimmte Zeit zu überleben, nachdem der Sauerstoff ausgegangen ist. Ja, sofort ausrüsten. Oh, ich spüre eine Art neuer Kraft in mir. Ah, es ist so schön zu hören, dass Schlimmes passiert ist. In der Taurakiste findest du weitere Informationen zu dem Amulett, das du trägst. Und ich habe noch mehr große Neuigkeiten. Ich habe die Artefakte und Untersuchungsdaten analysiert. Ich war in der Lage, ein sehr starkes Signal in diesen Meerestiefen auszumachen. Das war der richtige Ort. Die Objekte sind nicht einfach hier hinterher getrieben. Ich habe das Gefühl, dass dieses riesige blaue Loch, das plötzlich aufgetaucht ist, als Verbindung zu einer Seevolkstätte dient. Eine äußerst glückliche Gelegenheit. Das klingt bloß danach, als müsste ich wieder mein Leben riskieren. Und sie, was sind die schlechten Nachrichten? In der Tiefe zu gelangen, benötigst du eine Tiefseestirnlampe. Die Lieferungen sind aus irgendeinem Grund unterbrochen worden, also ist es unmöglich, eine zu beschaffen. Vielleicht besitzt Duff eine, er hat ja alle möglichen Sachen. Das stimmt, versuch doch mal Duff zu kontaktieren, ja? Und weg ist er. Ja, das heißt, wir Duffs pinkfarbene Lieferung, okay? Neuer Inhalt, Amulett. Du kannst das Amulett ausrüsten und sie im Inventar austauschen. Amulette haben unterschiedliche Effekte, die im Spiel helfen werden. Vergiss also nicht, sie auszuprobieren, wenn du welche findest. Okay. So, da haben wir eine Aufgabe. Ja, und wir sollten hier noch reingucken nach der Cookstar-App, ne? Zack. 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 Da waren wir schon. Rangaufstieg. Bronze, Silber, da sind wir schon auf Gold oder was? Ne, jetzt nicht. So, wir sollen Duff anrufen und wir brauchen noch die gepunktete Wurzelmundqualle. Den Rest haben wir schon. Okay. Dann mal aufs Handy. Hier. Duff. Ah, warum bist du so wütend, Duff? Ich habe eine limitierte Version der Leia-Schamfigur bestellt. Aber es ist seit über einer Woche nicht gekommen, ist das zu glauben? Sie kommen mit einer Serie nur mit einem limitierten Kunstband, das es nur bei dieser Fassung gibt. Boah, beruhig dich ein bisschen, alle scheinen sich wegen dieser Lieferstocks aufzuregen. Ich glaube, es muss eine Art Unfall gegeben haben. Um zu erkennen, was vor sich geht, benötige ich die Tiefseestirnlampe. Oh, natürlich habe ich so etwas im in meinem Lager, aber ich kann sie dir nicht umsonst überlassen, es gibt eine Bedingung. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Bitte finde meine Leia-Schamfigur. Sie befindet sich in einer pinkfarbenen Lieferbox. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Ich habe für dieses Paket besondere Handlungen angefordert. Somit sollte sie eigentlich nicht fortgespielt worden sein. Wenn das Schiff, auf dem sie transportiert wird, gesunken ist, sollte sie irgendwo in der Nähe sein. Finden Sie für mich und gebe dir Tiefseestirnlampe. So, als erst muss ich den Standort des gesunkenen Lieferschiffs finden. Okay. Waffenshop. Deine Netzkanone ist neu. Rotes Scharfschützengewehr, 33%, da fehlen uns noch was, oder was? Ach, Forschungsfortschritt, okay. Die haben wir doch schon, oder? Okay, brauchen wir nicht. Marinka, gibt's was Neues? Ja. Der ist neu. Leopard Forellenbarsch. Und das war's auch schon, ne? Ne, da gibt's auch noch vorher einen neuen. Picasso Drückerfisch. Das ist der rote Feuerfisch und das ist der Titan Drückerfisch. Jetzt haben wir das schon. So, gibt es noch was, was wir machen müssen? Ich glaube nicht, ne? Cockstar. Oh, da war noch was grau. Passt schon. Ich würde sagen, wir tauchen dann mal. Diffs Pinkfarben Unterschrift untersuche das Wrack des Frachtschiffes. Okay, Vincent Gourmet Prüfung. Okay, da brauchen wir den Mutzelmund. Qualle. Jetzt müssen wir diese Geschichte finden. Hier unten ist ein Saal, das nehmen wir mal mit. Sah recht bunt da gerade aus, ne? Munition brauche ich gerade nicht, glaube. Warte, da können wir mal gerade reingucken. Versetzungsbausatz Waffen, Dreifachachsel, okay.
So, der läuft da gerade mitten über den Marktplatz, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wo ist er? Der ist da unten. Die sind da irgendwo. Der läuft da runter. Der läuft da runter. Der läuft da lang. Was macht der? Der hat wahrscheinlich gerade was ins Lager gebracht, ne? Und der arbeitet in der Hütte da. Bei den Stühlen machen. Ja. Hier sind 5 dran, ne? Machen wir nur 3 da rein. Der ist jetzt hier dran und das ist Erzmine. Dann machen wir ein weniger in der Erzmine. Der läuft da runter, der läuft da rüber. Das sind Hirten. Obstbauern, die brauchen wir unbedingt. Bergmänner haben einen rausgenommen schon. Was ist das hier? Gemüsefarm im Bau. Okay. Und hier ist immer noch keiner drin, ne? Okay, da haben wir auch keinen reingesetzt vielleicht. Das wäre ja ganz schlecht. Hier sind jetzt 2 drin. Hier haben wir noch was gebaut. Ja, 34 Stühle. Da sind 7 Stühle, die da noch fehlen. Hier sind sie jetzt am Pennen, oder? Behausung. Ich habe immer noch 3 Obdachlose. Super, wa? Und warum ist hier zum Beispiel keiner drin? Hier schlafen 2 drin, stehen aber 3 drin. Hier schlafen 2 drin. Pöbel, 3 von 5. Pöbel 5 von 5. Die stehen da draußen rum. Da ist eine Fackel im Bau. Okay, das ist schon mal gut. Hat die denn alles? Kein Brett. Na super. Eins von 5. Diese Häuser müssen auch umgebaut werden irgendwie noch, ne? Und das hier die Toiletten? Ne, Lagerhaus. Wo sind die Toiletten hier? Zu wenig Arbeiter zugewiesen. Lautsprecher. Ist einer zugewiesen. Wo war das mit den Dienstleistungen? Ja. Vorherstellen sind nur 70%, Stadtschreier 23%, Brunnen 65%, Märkte 55%. Nahrung ist ganz schlecht. Ja, wir haben auch Winter, ne? Wie viel Essen haben wir denn jetzt hier? Nix, doch 5 Fleisch noch. Ist dann die Frage, wie lange der Winter noch geht. Aber der Winter ist jetzt schon weg, glaube ich, oder? Temperatur plus 5 Grad. Haben wir jemals gefischt? Ja. Hier gab es 22. Sieht eigentlich alles so aus, dass es besser wird, ne, beim Essen. Minus 53 verbraucht. Hier ist unser Fleisch, ne? Ne, will ich nicht alle schlachten. Vielleicht setzen wir da noch einen dritten rein, dann... Sieht nichts mit Effektivität. Was ist das jetzt hier? Das ist die Erzmine. Nimm da noch einen raus, das wäre anders keinen Sinn. Da ist jetzt ein Träger dran. Hier sind 2 auf dem Markt. Der Marktschreier ist auch da. Ist das jetzt besser?
hier reingucke, nee, das ist alles gleich, wenn ich da draufklicke.